Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Das Dorf mit Serendipity. Guten Hallo Morgen. Hallo ihr Lieben. Hallo. Hallo. Der Hinterhof ist voll mit zwei Creepern. Lass uns mal außen rum gehen. Mhm. Nicht, dass sie hier reinrennen. Sag mal, wollen wir... Erstmal die Creeper töten, ja, wollen okay, wir. Okay, alles klar, wollen wir. Ich hänge fest. Du musst mir jetzt langsam mal helfen, hier sind nämlich zwei. Ich bin hier, ich habe gerade einen Creeper am Popo. Okay, zwei habe ich gekillt. Das ist gut, ich bin stolz auf dich. Was sind die Skelette? Ich mach gerade die Spinne. Ach, haben wir gar nicht erzählt. Wir haben einen Spinnenspawner gefunden, also ich zumindest. In der Höhle haben wir einen Höhlenspawner gefunden. Kann man das nicht zu einer Mob-Farm umbauen, XP-Farm umbauen? Kann man bestimmt. Müssten wir die Höhle ausleuchten. Okay. Wie weit sind denn die Hühner? Die sind noch nicht so weit. Die du letztes Mal gespawnt hast, da hinten? Ja, okay. Die wachsen noch. Ja, dann fange ich mal spannende Sachen an zu machen, einen Zaun zu ziehen, ne? Warum baut sich hier das Ding nicht ab? Ich lasse jetzt erstmal eine Lücke dort, wo ein Tor dann später reinkommt. Ja, ich baue hier gerade mal, Aber nochmal zu meiner Frage. Wir haben ja die Dorfgrenze, die ist relativ groß. Ne? Ja. Das heißt, wir müssen den kompletten Innenbereich ausleuchten, damit da nichts spawnt. Da gibt es keine andere Methode, außer 2 Millionen Fackeln zu setzen. Ja. Wie gesagt, diese Mod, in der man diesen Leuchtebereich sieht, du hast ja auch die 1.14 gespielt und warum bauen sich denn hier die Blätter nicht ab? Entschuldigung, dass ich meinen Satz gerade nicht Muss ich den Zaun direkt an die Grenze setzen? Ja, wahrscheinlich, ne? Nein, musst du nicht. Ich würd die Grenze viel kleiner machen. Ach so, du willst... Ah, ja, okay. ich würd quasi... Können wir ja erweitern. Also wenn uns der Platz nicht mehr ausreicht, können wir das ja erweitern. Okay, alles klar. Also ich würde jetzt nicht so ein... Das habe ich bei mir auch nicht gemacht. Ja, das war genau mein Thema, ja. Dann würde ich... Den Hinterteil unserer eigenen Tiere, da haben auch welche geschrieben, dass die Leute das ja gar nicht nutzen können, die Tiere, die wir hier drin haben, die sind auch für uns eigentlich gedacht. Genau. Dann erweitere ich einfach, Entschuldigung bitte, ja. Wir werden die Tiere später freilassen, beziehungsweise ich vermehre die noch im Laufe des Spiels und ich werde die dann freilassen. Ich weiß, dass der Butcher, wie heißt der Metzger? Ja, Schlachter. Genau. Der sammelt sich die später ein, der fängt die quasi mit, die freilaufenden Tiere fängt er mit Leinen ein und setzt sie dann in die Zäune, die wir für ihn markieren. Mhm, okay. Ja. Dann nehme ich jetzt noch den Teich hier mit rein. No? Ja. Oder? Ich glaube, ich würde hier diesen einen. Nee, würde ich nicht. Hier runtergehen. Ich überlege gerade, ob wir das hier lassen oder ob wir das wegbauen. Nee, das würde ich lassen. Ja, ich gehe jetzt hier einfach durch die Sonnenblumen nach unten. Genau, und den Zaun kannst du ja hier um eins höher machen. Ich würde halt einfach hier dann nochmal so einen Überstand machen. Ja, hier wollte ich gar nicht. Ich wollte jetzt hier runtergehen. Ich würde jetzt hier einfach runtergehen, so. Also ich würde bis hier gehen. So hier, guck mal. So bis hier. Na gut, dann doch. Dann haben wir gleich ein bisschen Bauplatz zur Verfügung, weißt du? Sonst haben wir gerade die Zäune gesetzt und dürfen sie dann versetzen, weil wir... Gut, dann muss ich es aber hier in den Kanten um zwei hoch machen, oder? An den Kanten würde ich so zwei hoch machen, genau. Ich würde halt so ein Überdings machen. So ein Überschnitt. Ja. Wie nennt man das denn? So ein Überschnitt? So ein Überstand? Mhm. Wie nennt man das denn? Ja. Lagerfeuer meistens. Steinkreis ist Lagerfeuer. Au. Ich werde hier angegriffen. So. Also diese Blätter lösen sich nicht auf, ne? Von den Bäumen, die der... Ne, wenn Reste drin sind, nicht. Nee, da sind keine Reste drin, da ist kein Holz mehr drin. Hm. Alles, was der Lumberjack abbaut, bleibt stehen. Die Baumkrone. Blätter, ja. Die Kate das nicht einfach nur unheimlich langsam? Was wir halt machen könnten, wir könnten eine Mod reinmachen, die halt... Haben wir ja doch, okay. Oder? Also ich nee, meine... Nein, wir haben keinen... Nein, ich nicht. Du hast einen in deinem privaten. Aber die funktioniert doch nur, wenn du die auch hast. Nee, müsste auf den Server aufgespielt werden. Also nee, Quatsch, wir sind ja auf keinem Server, sondern ich bin ja lokal, aber ja.
Ja, stimmt. Ja. Bleibt stehen, komisch. Da die Kate gar nichts. Die bleiben stehen. Oh mein Gott! Wir haben in unserem kleinen Minisee haben wir hier so Tintenfische. Hallo, schwarze Farbe. Na? Komm mal aus der Erde raus. Pff, tot. Hallo, schwarze Farbe. Das ist gut. Hi. Was? Was denn? Voll in deinem Element. Ja. Let's play, was, wie, wo? Oh, Tintenfische. Ich gehe noch mal gucken, was die Bewohner uns in die Kisten gepackt haben, damit wir ein bisschen tauschen können. Wir sollen ja sammeln, ne? Aber das dauert alles so lange. Ja, stimmt. So. Aber ich glaube, das mache ich weg. Ich wollte mal gucken, wie viele Emeralds wir für die Mine brauchen. Ja, drei, das wäre schön, dass wir vielleicht die Mine drei, angehen. Drei, sieben. Und wir haben 16. Alles klar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Upsi. 7. So, ich tausche mal ein. Aber du tauschst jetzt was ein? Das Gebäude der Mine, oder? Den Mineshaft, genau. Den nehme ich jetzt. So, den Mineshaft und den. Dann würde ich mir das aber gewinnt aufnehmen, weil sonst sieht es ja jemand in der Aufnahme nicht. Und ne? Den Miner, genau. Das kannst du ja machen. So. Und wir gehen jetzt zusammen eine Mine bauen. Warte. Mach hier nur mal schnell den See ein bisschen zu. So. Wir brauchen. Wo habe ich denn die Steine hingeräumt? Wie weit soll ich denn hinten rausgehen? Das darfst du dir aussuchen. Naja, gut, wir gehen hinter die Felder, das ist wohl klar, ne? Du machst das schon. Hinter die Felder? Also, wir hätten auf jeden Fall ein Stack Weizen. Hinter die Felder, hast du gesagt, gehst du. Ja, aber wir warten jetzt, wir sammeln doch jetzt erstmal, oder? Genau, ich gucke nur, wie viel wir haben. Ein Stack Dschungelholz. Kartoffeln haben wir auch ein Stack schon. Ja, genau. Wir sammeln jetzt mehrere Stacks, weil es hieß ja, dass die Preise sich verändern, wenn wir was eintauschen. Genau. Und dass das dann zum Nachteil ist, weil wir am Ende nun für unseren Stack nicht mehr so viel bekommen. Genau. Oakwood haben wir auch schon ein Stack. Und fast einen zweiten. Weil, genau, das können wir vielleicht auch dazu erwähnen. Sugarcane haben die auch schon eingesammelt. Sehr schön. Wir haben nämlich diesen Lumberjack, der sammelt jetzt nur Oak. Was ist Oak? Eiche, ne? Der sammelt nur Eiche und sonst nichts. Also hier die Kate nichts, ne? Haben wir das irgendwie blockiert? Auch wenn ich Bäume abbaue. Ah nee, ich glaube das. Oder hab ich sie jetzt schon weggeklopft oder? Nee, hier die Kate nichts mehr. Die bleiben alle stehen. Ah nee, doch. Ich glaube nur einfach sehr langsam. Ich habe übrigens, ich kriege immer wieder diese Hinweise von wegen. Ja, ich bin halt hohl, tut mir leid. Nein, das hat nichts mit hohl zu tun. Ich kriege immer wieder Hinweise, dass ich irgendwie jetzt ein neues Rezept lernen kann und so weiter. Liegt daran, dass ich ein neues Profil angelegt habe in diesem Twitch-Launcher für das Mod-Paket, was ich da erstellt habe. Ach so. Und dadurch denkt der halt, ich hätte ein neues Spiel angefangen. Die bekomme ich auch, diese Hinweise. Sag mal, haben wir eigentlich Melonen in der Kiste? Weil ich habe ja Melonen angebaut. Der Händler will raus. Jetzt geht der Händler raus. Das kann er ja machen. Ist okay, der kommt aber auch wieder. Aber ich habe doch keine Tore gesetzt, ne? Also das ist nicht schlimm. Wenn du Tore setzt, der kommt dann durch die Tore rein und der bleibt. Ich habe keine Tore gesetzt. Du musst Tore setzen, sonst kommt der nicht mehr in unser Gebiet rein. Ich habe noch keine Tore gesetzt. Dann lass du mir zu? Dann lass doch eins offen, damit er da rein und raus kann. So, dann machen wir hier den Weg hoch, würde ich sagen. Da haben wir hier einen Abstand. Dann schaufel ich nämlich hier hoch. Wobei, da drüben kommt die Brücke rein. Nein. Den Weg kaputt gemacht.
Ist halt die Frage, in welche Richtung das gesetzt sein muss. Wieso setzt denn, setzt immer mit der Offhand die Fackel? Wahrscheinlich, weil du dir eine Offhand hast. Alter. Minias und die Steuerung. Ja, dann gehen wir hier rein, würde ich sagen. Ich klicke nur rechts. Wieso setzt er denn ab und zu mal die... Ist das auf Shift oder was? Und wieder kaputt. Was ich auch gemacht habe, ich habe meine Brücken mit eingebunden in den Zaun quasi. Ich habe die Brücke mit Türen versehen. Mhm. Mich auch. Creeper. So, du hast das. Ja, ich habe den Creeper verhauen. Ach, hier ist ein Zombie drin. Geh weg. Komm, ich rette dich. Ich habe hier übrigens eine Tür hingebaut. Ne, ich wollte hier, guck mal, ich habe hier extra deswegen... Ich habe hier eine Tür, hier ist eine Tür. Kannst du hier, die Tür bitte hinsetzen, hier vorne? Deswegen habe ich ja den Weg hier gebaut. Tür ist aber doch direkt... Okay, alles klar. Ja, danke. Wo hättest du die Tür direkt im auf Höhe der Brücke? Ja. Nee, unten. Naja. Dann können die Zombies da drüber springen. Aber nicht, wenn es ein Abstand ist. Genau. Ich hab dir gezeigt, dass man drüber springen kann. Ich glaube, die Zombies machen doch keinen Jump, oder? Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich würde es auch nicht testen wollen. So, zwei springen die auf keinen Fall. Wow, was bist du gerade so schnell? Hallo? Tod, hast du verdient, Skelett. Oh, hallo. Oh mein Gott, wo kamen die denn jetzt her? Na gut. Ist das ein Problem, wenn die Bäume praktisch über den Baum ragen? Also ich meine, Spinnen, die oben auf dem Baum spawnen? Ja. Ja, die würden ja dann drüber krabbeln, oder? Sehe ich das falsch? Ja. Wir müssen dann die Bäume so wegbauen, dass okay. Wir müssen dann die Bäume so bauen, dass da nichts drüber springen kann. Ja. Das meine ich. Also ich glaube, die Bäume, die kennen hier nicht, weil die so knapp stehen und praktisch das Blätterwerk sich vernetzt. Gegenseitig berührt. Oh, das kann natürlich sein. Aber auch die einzeln stehen, die kennen nicht. Also du meinst, den Zaun jetzt an der Brücke anschließen? Ja, kannst du machen, ja. Musst du jetzt aber nicht. Ich meine, du hast ja jetzt schon ziemlich knapp den Zaun gesetzt. Ab jetzt, danke. Also hier berühren sich Bäume nicht und die decayen nicht. Vielleicht blockiert irgendein Mod das Ganze oder ist ein Enderman? Ich höre kleine Zombies oder ist es hier? Nee, das ist der Pinguin hier. Papagei. Der Pinguin. Das hätte mich jetzt gewundert. In der Arktis. Der Pinguin. Was ist das so ein Pinguin? Ich kam nicht drauf.
So. Auch ein paar. Ja gut, wenn nicht, packen wir das Modpack halt dieses, wie heißt das, Auto? Leaf Decay. Leaf Decay mit rein. Hab ich ja vorhin schon gesagt, können wir gebrauchen. Nein. Machen wir beim nächsten Mal rein, dann gibt's halt von der Mod eine Version 1.0, oh, da ist jemand. Eine Version 1.0.1. Mhm. Ah, ich weiß, was wir noch in der Kiste machen könnten. Mobs, Mobs, Loot. Mob Drops, machen wir hier. Mob Drops. Mob Drops. Mob Drops. Mob Drops. Mob Drops habe ich aber geschrieben. Mobs Drops. Mob Drops. Was sind eigentlich die schnellsten möglichen? Eine Krug gibt es ja nicht mehr, gell? Und gemoddet. Was? Eine Krug. Was ist eine Krug? Naja, achso, doch. Es gibt eine Mod. Hammermod heißt die, glaube ich. Und ich meine, da gibt es das, was du haben möchtest. Ja gut, das ist schon klar. Nein, nein, das ich meine jetzt einfach nur, um jetzt schnell das Blatt weg. Ich nehme jetzt meine Diamanthacke, die... Ich mache das, Entschuldigung, das Blätterwerk so ein bisschen weg. Mhm. Oh, sie kommt. Blum. So, Mob Drops. Dann machen wir hier Wolle rein. Ich finde ja so ein Wolle? So ein Tintenfisch hat irgendwas vom Enderman. Hm. Schwarze Blöcke, ne? Blumen. Dann machen wir hier noch Farbe. So, der Zaun ist zumindest hier vorne rumgezogen. Sämereien, ne? Sämereien. Ja, wir müssen auf jeden Fall so ein Anti-Decay. Vielleicht liegt es an irgendeiner Game Rule, das kann natürlich sein. Aber wenn wir eine Mod dafür drin haben, das können wir dann in der nächsten Folge, bis zur nächsten Folge einbauen. Wahrscheinlich regt jemand auf, dass ich mit der teuren Diamantspitzhacke die Blätter entferne. Das ist möglich. Aber wer hat, der kann. Dafür haben wir schön gestrip-mined. Und ich will nochmal betonen. Ich wollte Stein machen, ne? Habe ich nicht gemacht, ne? Unverschämtheit. So, ich wollte, genau. Mache ich nämlich jetzt mal schnell. So, jetzt haben wir hierzu hier machen wir noch einen Versatz zur Sicherheit rein. Dann geht's hier runter. Ah, du hast schon Fackeln gesetzt, dann lasse ich das mal so. Ich habe schon mal ein bisschen Fackeln verteilt, ja. Aber mir sind die Fackeln ausgegangen. Granit habe ich keins. Das ist Diorit. Okay, das sieht schon mal ganz gut aus. Und Andesit. So, Gravel haben wir hier. Wie heißt denn der Stein? Du hast hinten auch noch offen gelassen, absichtlich. Ich hab nichts aufgelassen. Also nur vorne das Tor, was da hattest, ne? Okay. Und dann ziehe ich hinten rum. Ah, dann mache ich. Einen Abstand, zwei Abstand, ich weiß es nicht. Oder wir müssen hier noch ein bisschen. Oh, es wird schon wieder hell, wie schön. Wir haben die Nacht durchgearbeitet. Hm. Oh. Wir waren gut zu den Bewohnern. So, Cobblestone. Ich muss leider noch ein bisschen Terraformen betreiben hier hinten. Light Grey Wool. Da habe ich noch mal Wolle. Ich sortiere jetzt gerade mal unsere Kisten um. So. Wolle. Hier ist noch mal Gravel. Ich habe unten die Schwelle reingemacht. Hier, ne? Du bist der Hammer. Frau sinniert vor sich hin. Mhm. Was machst du denn gerade? Erzähl doch mal, Frau. Ich sortiere gerade unsere Kisten. Naja, okay. Wollen wir mal so. Was hab ich denn da? Ah, okay. Da könnte ich auch brauchen. Ja, wir können das auch so machen. Oder? Mhm. 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 Könnte ich. Hast du recht. Oh, was ist das? Oh, die kriegt. Oh, die Pharma kriegt Schaden. Ja, ich hab's gesehen. Ah, da. Ich seh's. Ich komme. Oh nein, runter. Kriegen Panik. Ja, ja. Wo sind sie? Siehst du sie? Hier.
Ich habe es getötet. Drecksau. Boah. Entschuldigung. Oh nein, du armes kleines Mädchen. Gerade erst erwachsen geworden und schon die harte Realität gespürt. Und sie geht auch gleich wieder farmen. Ja, mein Gott, ihr seid so mutig. So. So, wenn wir alles ausgeleuchtet haben, sollte das ja der Vergangenheit angehören. Das hoffe ich zumindest. Also zumindest hier innerhalb des Dorfes. So, ja, die hat ein bisschen Schaden bekommen. Die hat noch 5 Leben. Wie viel hat sie denn insgesamt? 20, meine ich. Hm. Oh, also sie hat noch 25 Leben. Trinken Kaffee, Kind. Trinken Kaffee, es hilft. Die hat sich nicht, die legt sich schlafen. Das ist sehr gut. Die legt sich schlafen und erholt sich jetzt wahrscheinlich im Schlaf. Warte. Hallo, Händler. Okay. Oh, guck mal, wir haben hier Besucher. Wir haben hier einen Cleric und einen Teacher. Und was bist du? Du bist ein Lumberjack und ein Guard. Und du? Au! Ach, das ist der Cleric. Ich habe einen Creeper entschärft. Ich bin stolz auf dich. Hier ist noch ein Creeper. So, was bist du? Du bist nichts. Ein Nomade bist du. Du bist nichts. Macht erstmal die neuen Bewohner nieder. Du bist nichts. Und mit diesen schönen Worten verabschieden wir uns aus dieser Folge Minecraft das Dorf. Wie gesagt, wir werden das noch entsprechend erweitern, das Modpack, damit wir auch diesen Auto-Decay-Gedöns da drin haben. Und mit den Worten von Serenity, du bist nichts. Mach mal ein T-Shirt draus, du bist nichts. Verabschieden wir uns aus dieser durchaus sympathischen Folge. Du bist nichts. Genau. Mach's gut, bis dahin. Tschüss.